Hallo, liebe Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cybersloth. Ja, soll ich ehrlich sein? Ja, ich bin es. Ich habe es letzt vor eineinhalb Wochen oder so aufgenommen. Ich kann mich nur noch gerade so dran erinnern, dass zuletzt übelst viel Text da war. Aber übelst viel Text. Und sehr viel gequatscht wurde. Wir hatten irgendwie eine Klientin. Ich versuche es gerade irgendwie so zu rekapitulieren. Die hatte irgendwie merkwürdige SMS über Nacht verschickt und sie hat dann eben auch Dinge verschickt, die sie wirklich sagen würde, aber sie war es nicht. Und wir wussten nicht, wer es war. Ich denke, ihr habt die letzte Folge gesehen, aber irgendwie hing da so ein kleiner Junge dahinter. Und dieser Junge arbeitet irgendwie hier in diesem System von Eden. Und dort werden auch gegebenenfalls bestimmte Erinnerungen gespeichert. Voll sächsisch. Und wie war denn das nochmal? Auf jeden Fall hat er ihre Erinnerungen missbraucht, um ihr ein bisschen Angst einzujagen. Hm, interessant. Wir können doch diesen Jungen irgendwie auch. Ich guck mal, hier oben sind Items, ne? Die Items. Wir können auf jeden Fall irgendwie auch. Können wir auch die Digimon? Jetzt mit diesem Typen zusammenarbeiten. Also, wir können anscheinend jetzt irgendwie auch auf Erinnerungen zugreifen oder so ähnlich. Genau, weiß ich das gar nicht mehr. Ich bin so leid, ich bin so furchtbar. Allerdings scheint sich dieses Programm, welches er da programmiert hat, oder diese Datenbank oder was auch immer das war, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, ich bin furchtbar, einige Probleme mit sich zu bringen. Es scheint irgendwie bug zu sein oder sich verselbstständigt zu haben oder so. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe es auch damals nicht so ganz verstanden, aber jetzt bin ich wegen der langen Aufnahmepause total raus. Man merkt, ich stottere gerade übelst vor mich hin. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Das können wir doch bestimmt öffnen. Mal. So, Wallcrack Level 3. Nice. Okay. Und hier Wallcrack Level 1. Machen wir gleich mal. Level 2 meine ich. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht so genau, warum wir jetzt hier sind und wo wir überhaupt sind. Also ich habe irgendwie wieder total den Anschluss verloren. Das ist total furchtbar mit mir. Man kann mit mir nirgends hingehen. Man kann mit mir nicht Digimon Story Cybersloth durchspielen. Das ist ganz furchtbar. Da komme ich dann wieder zurück. Hier sind wir die lustigen Tyrannomon. Ich kann nicht eigentlich. Ja, ich kann die effektiv angreifen. Da greife ich einfach mal normal an. Oh, Cross Trade Attack. Tiu tiu! Wow, das war schon fast effektiv. Aber nur fast. Ah, greift einfach mal so. Wow. Also die Skills einzusetzen lohnt sich wirklich. Ich glaube, man campt auch ausschließlich mit den Skills, weil das macht so viel mehr Schaden als das normale Angreifen. Das ist echt krass. Na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, das waren neue Nachrichten. Quest Time! What is the name of... Oh Gott, Craniamon Spear. Muspelheimer... Das klingt so richtig, weil sie das mit Ausrufezeichen schreibt. Ich habe keine Ahnung, von was er redet. Irgendein Speer von irgendeinem Digimon. Oh! Und es... Ein Digimon? Vielleicht der Bug oder dass Digimon was irgendwie das Programm beherrscht oder so. Es gab ja irgendwie Komplikationen auf jeden Fall. Hallo? Oh, da ist es! Our Wanted Only and Only Baku. Also da ist es, das einzigartige unser Baku. Was auch immer Baku jetzt damit zu tun hat. From the look of it, that kid's programs has merged with a... Okay, ja. Okay, gut. Das hat schon vor uns angesprochen gehabt. Das Programm hat sich irgendwie mit einem Digimon verbunden, mit einem wilden Digimon. Und es redet in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Jetzt kommt dazu übelste epische Musik. It's no use trying to reason here. The programs you miss whatever tracks are left for Digimon's own. Digimon are easily suspected influence from man-made programs. So, und you have to listen by sender and consider the sense of mind. There's no getting around this one. You're just going to have Noxter. Okay. Na gut, dann probieren wir es mal, ihn da rauszumachen.
Trotz im Glockenmund, ne? Aber das ist alles nicht sehr effektiv, ne? Greifen wir es einfach mal normal an. Wow, das war ja aber fast irgendwas. Mhm. Au! Doch nicht. Haha! würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das jetzt hier, oder? Exhaust Flame. Wow, das hat schon einiges mehr gemacht. reicht es nicht, reicht es nicht nochmal anzugreifen. Da. Weiß nicht, was man da ein bisschen nimmt. Wir nehmen einfach mal das hier und hoffen, dass das reicht. Ah, das hat gereicht. Okay. Pium. And now? Okay. Now ist vorbei. Download the data and collect what's left of Baku. Okay, wir sollen die restlichen Daten von dem Baku zusammensuchen. Once you're done, you get out of there and come back. Okay, dann sollen wir zurück in die Agentur kommen. It's hard to believe such a liquid, weil du. Ja. Das mir jetzt aber noch schockiert, dass der Junge ihr das angetan hat. This is where you're coming from. Even if it didn't mean in a harm by way of it. It's on the past now, we've examined the account and it's dark, but it's not in case of the closed now. We were holding on to the Baku program in the meantime. If we can tune it up a bit, it could be very come in handy. Mhm. We still don't get it. Why do we often need it? Der except say it but love the first sight. He really liked you, Monaco. Okay, wir haben halt eben jetzt dieses Programm in uns genommen. Dieses Baku-Ding. Und sie krümmelt gerade darüber nach, warum der Junge bitte ausgerechnet sie ausgesucht hat. Und es ist ein bisschen naiv und so. Und wir erklären ihr gerade, dass er sich halt eben total in sie verknallt hat. At first, he probably just wanted to get to know you more. Mm-hmm. But as you say, he was less nature than he liked to know. He wanted to tease you and mess with you, so you pay attention to him. Ja, und er wollte einfach nur Aufmerksamkeit von ihr haben, quasi. Einfach nur, ja, von ihr beachtet werden. This age is pretty standard mental towards someone you like, really. Okay, und er meinte, und sie meint auch, dass das für Jungs in seinem Alter normal ist, dass man Mädchen in Anführungszeichen ärgert, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Na gut. Ah, da ist wieder Pete. Es hat so viel Spaß gemacht. Let me help you again if something else comes up, okay? I think I'd be pretty cool to be a detective. Ja. Du bist ein total geiles Detektiv-Digimon. Let me help us come back here. You have my thanks, Pete. Ja, wir bedanken uns bei Pete, dass er uns so geholfen hat. Ja, stimmt. Er hat das Kind ja erschnüffelt. Ich erinnere mich. Tut mir leid, wie gesagt, das ist bei mir alles wirklich ein bisschen her. Ist vielleicht nicht ganz so gut, dass es so lange her ist, aber. Ja, ich hab viel zu tun. Ja, ich hab wirklich viel zu tun. Ich hab keinen Blick, ob ich wirklich viel zu tun hab. Ja, ich hab wirklich viel zu tun. Anyway, you are still not able to actually leave the... Yeah, I think it has nothing to do with the old network of protocol, Internet. Ah, it makes it hard to send the data around. Okay, irgendwie kann Pete immer noch seinen Ort nicht verlassen, kann das sein. Und hat immer noch ein paar Probleme. It could be just stuck in the vacuum tube computer. Like how Baku was to the Digimon. Okay. There's still much to learn. Ja, wir müssen halt eben gucken, dass Pete da rauskommt aus diesem Computer, in welchem er gerade gefangen ist. Anscheinend war er in einem gefangen. Ich habe irgendwie schon wieder die Hälfte vergessen. Ich bin ein schlechter Let's Player. Oh Gott. Why do you call Pete Pete? Well, he's a cat. He was extracted from his own little time capsule. When he was frozen, speaking time. Besides, open enough doors. We really need a reason for it. Unlike the warden, the show was filled with brimhole. Wow, ja, es labert so wieder irgendwelches Zeug, warum Pete Pete heißt und quatscht gerade über die digitale Welt. Oh, meine Güte, das ist wirklich sehr viel gequatscht hier. Humans don't really much. Okay. Ich soll nicht so viel über alles nachdenken, kurzum. Okay, ja, was?
Investigation of Nightmare Eater complete. Report back to... Was? Was? Bitte was? Too bad. Bad luck. Oh Gott, das weiß ich doch nicht. Claim Solais. Ich kann das nicht mal aussprechen, wie dieser Speer heißt. Ich guck mal ganz kurz hier an die Wand. Okay, danke. Oh, jetzt habe ich alles fertig. Nice. Pete's an important member of the team. So make sure you two get along, alright? Okay, und sie meinen, wir sollen uns mit Pete gut verstehen, weil er zum Team gehört. Come to think of it. We're out of beans. Oh Gott. Let's pick up some more virtue. Okay, ich soll wieder Bohnen besorgen. Kaffeebohnen. Ganz super. Ah, ernsthaft? Na gut. Ja. Also ich habe das auch schon ab und an mal angesprochen. Auch, ich blick gerade, wo waren das? Und was war ganz oben, oder? Dieses Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr textintensiv. Das hätte ich nicht gedacht. Also das ist, erschlägt einen teilweise schon fast. Hätte ich nicht gedacht. Das wär, ich hatte irgendwie mir mehr Gameplay von dem Spiel erhofft. Das kann ich mal ganz offen sagen. Buying more beans, blah, 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 come, think of it. When you head back, why don't you buy some Takoyaki from the third floor? And go with your coffee. Ich soll Takoyaki holen? Only a child does more than what they ask it. Go above and beyond the scene. Okay, ich soll noch Takoyaki besorgen. Okay. But new have a with the... Okay, ja, sie hat jetzt die Kaffeebohnen besorgt und fragen uns, was sie für neue furchtbare Dinge daraus mit dem Kaffee machen wird, weil sie macht ja immer so ekelhaften Kaffee, wie wir ja wissen. Ja, und wir fragen uns, wie sie da halt eben noch so furchtbare Sachen draus machen kann, aus diesen Bohnen, die eigentlich so gut riechen. Oh Mann. Okay. Oh, und diese Texturen da hinten, richtig hochauflösend. Ah, da ist wieder Yuko. Okay. Was? Oh, there is a poster on the wall. Yuko was staring at it. Okay, Yuko hat anscheinend irgendein Poster angestarrt. Nationaler B-Level-Gourmet-Wettkampf. Unser Restaurant wird ein kulinarisches... Ja, Battleground. Eine kulinarische Arena. Okay, ja. Es werden verschiedene Gerichte aufgezählt. Okay, ja. Und das hat sich anscheinend Yuko angeschaut. Did you hear my office? It's a water ring. Nobody calls for water for this. Hä? Was ist das jetzt bitte für Antwortmöglichkeiten? Also anscheinend hat die da Hunger drauf, wenn ich das richtig verstehe, die gute... Aber was das jetzt genau zu bedeuten hatte, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist sie eine Köchin? Oder hat sie Hunger? Oder so genau weiß es niemand. Oh, danke, dass du einkaufen warst. We're waiting for you to get back. As you can see, ja, ja, wie wir sehen können, ist unser Klient wieder da. Hä? Ich verstehe nicht, was das jetzt für was das jetzt irgendwie wichtig ist, dieses blöde Poster. Ob sie da jetzt irgendwie Bock drauf hat, was zu essen oder. Ich denke mal, Mouth Rotter heißt, glaube ich, so viel wie ja, Wasser und Mund zusammenlaufen lassen, oder? Wir sprechen sie mal jetzt drauf an. Und sie so, ja, hallo. Hä? Und sie hat keine Ahnung, wovon wir reden und sagt, hallo, das ist unser Klient. Und sie stellt sich mit ihrem Namen nochmal vor. Yuko Kamishiro? Kamishiro? Ich wusste es! Oder?
Kamishiro Yuko-san. Hieß ich doch da? Egal. Vielleicht irre ich mich auch. Na denn, Mrs. Kamishiro, now what's matter of case for the Hi. Ich frage mich, Kamishiro, ich weiß, dass Shiro hieß, glaube ich, weiß. Kann sein, dass Kami schwarz heißt, also schwarz-weiß, weil sie ist auch so schwarz-weiß gekleidet. Das wäre witzig. Ja, ja, und wir sollen uns Untersuchungen bezüglich ihres Vaters machen. Das wissen wir ja schon. Okay, ja, die Suche geht weiter von Yuko Kamishiro. Wir haben Chapter 5 erreicht. Kamishiro Enterprise の前社長ですね。Ja, heißt Kami vielleicht schwarz? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ob das schwarz-weiß heißt, das fällt mir jetzt erst auf. Wie passt der Red Last hier? Okay, wir sollen Untersuchungen wegen ihrem Vater einstellen und sie meint gerade, dass ihr Vater sich umgebracht hat vor einem Jahr. Und sie meint, dass es nicht stimmt, dass er sich nie im Leben selbst umgebracht hätte. Und ist ganz außer sich und ist jetzt etwas zurückhaltend. Ja, und sie tut sich gerade entschuldigen, dass sie gerade so ausgerastet ist, was ja eigentlich nicht wirklich ist, aber hey, egal. Ja, wir meinen ja keine Ursache, du musst dich nicht entschuldigen oder so. Was weißt du, wir wollten du, okay, ja, wir fragen, warum wir nicht glauben, dass er sich umgebracht hat, also warum sie das nicht glaubt und ob er irgendwelche Beweise dafür hat. Und sie meinte so, ja, nee, hat sie nicht, hat keine Beweise. Und das ist der Grund, warum sie auch zu uns gekommen ist. Okay. Wenn wir irgendwelche Hinweise wollen, dann sollen wir mit Makoto Kamashina anfangen, welchen wir einige Tage zuvor untersucht haben. Okay, er hat auch das Unternehmen dann verlassen in der Zeit, als ihr Vater gestorben ist und ist dann einfach im Nichts verschwunden. Und ja, wir fragen sie jetzt, ob sie glaubt, dass Kamashina irgendwie in Verbindung steht mit dem Tod ihres Vaters. Ja, und sie muss halt eben unbedingt die Umstände von dem Tod ihres Vaters wissen, auch wenn da keine direkte Verbindung zu sein scheint. Okay, und das, was sie uns davor erzählt hat, war quasi nichts weiter als ein Test, ob wir wirklich das um zu sehen, ob wir der Sache wirklich gewachsen sind. Okay, ja. Und ja, wir haben halt eben diese Nachuntersuchungen gemacht wegen ihrem vorigen Auftrag. Und dass wir zu uns kommen, heißt das, dass wir den Test anscheinend bestanden haben. Okay, und sie entschuldigt sich dann dafür, dass sie uns vorher getestet hat und es gibt nur wenige Menschen in ihrer Umgebung, denen sie wirklich trauen kann. Und sie entschuldigt sich halt jetzt 10 Millionen tausend Mal dafür. Okay, und wir hoffen, dass eine so ehrliche Antwort von ihr beweist, dass wir jetzt ihr Vertrauen haben. Okay, ja, wir suchen den Tod ihres Vaters. Danke, vielen Dank. Ja, und bitte entschuldigt mich für einen Moment. Anscheinend bitte gerade angerufen. Ja, Entschuldigung, das ist kein Problem. Ja, ja, ja. No. Ich bin allein. Also sie sagt, dass sie gerade allein ist. Okay. Ja, ich verstehe. Ich werde gleich wieder zurück sein. Bitte warte im Hauptoffice, im Hauptbüro. Mrs. Rye, bis gleich. Tschüss. Es tut mir leid. Okay, sie muss quasi jetzt schnell wieder verschwinden.
Ja, wir sagen ja, keine Sorge. Ja, wir lassen die Untersuchung an uns. Und ja, vielen Dank und vorerst tschüss. これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。今後使用入れて新たな場の。うまくすれば上白の過去や内部事情も暴くことができるだろう。またよし刑事にもご足労願うとしようか。OK。Good。 では。 Ich würde gerne den Part beenden, weil wir schon zu viel gequatscht haben, aber sie lassen mich einfach nicht. Okay, lass uns anfangen mit dem Fall. I will go over the info. Ja. Sie tut wieder nach Makoto Yamashina recherchieren. Und während sie das tut. アドフィスオンペイメントメトオッケー、見てみよう。新しい質が出てくるかはわからないが、また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 新しい質が出てくるかはわからないが